Für Bauer sucht Frau Kandidatin Christine war bei der Hofwoche im vergangenen Sommer ein Traum zerbröselt, denn Landwirt Michael, 52, entschied sich für Mandy, 54, und gegen sie. Bei den Zuschauern hat die sympathische 52-Jährige jedoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so dass ihre einige bei Instagram folgen. Und dort überraschte sie jetzt mit einer verblüffenden Verwandlung. Bauer sucht Frau Christine, Siegerin der Herzen. Christine Cavallo ist sowas wie die Siegerin der Herzen bei der 18. Staffel Bauer sucht Frau. Als sie für Bürgermeisterassistentin Mandy das Feld räumen musste und vor Enttäuschung weinte, hat wohl so mancher Zuschauer selbst eine Träne verdrückt. Das hat mich jetzt natürlich arg mitgenommen, weil in dem Moment ist wirklich ein kleiner Traum zerbröselt. Ich habe mir das ja hier als Traum vorgestellt, das ist mein Lebenstraum, ich möchte gern so leben. Es ist genau mein Ding. Machte Christine damals ihrer Enttäuschung Luft. Ähnlich wie Michael Kaufmanns Jan Hendrik hatte die 52-Jährige mit ihrer empathischen, tierlieben Art die Kuppelshow-Fans auf ihre Seite gezogen. Nicht wenige waren der Meinung, Christine hätte eigentlich besser zu Michael N. gepasst. Männer, alle gleich, lautete einer jener vernichtender Zuschauerkommentare auf Instagram, die deutlich machten, wie frustriert viele von der Entscheidung des 52-Jährigen waren. Christine ist eine so schöne und charakterstarke Frau, die Entscheidung ist für mich unverständlich, besorgter Smiley, hieß es von anderer Seite. Doch bereits bei ihrem Bauer sucht Frau aus hatte die Administratorin hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, irgendwann den Richtigen zu finden. Gut, dann ist der Michael vielleicht nicht der Mann dafür, vielleicht gibt es auf der ganzen Welt noch jemanden, der das sieht, der mich sieht und das auch schätzt und wahrnimmt. Das hoffe ich ganz stark. Christine feiert mit Bauer sucht Frau Kolleginnen Janine und Helena. Ob Christine tatsächlich einen neuen Mann an ihrer Seite hat? Unklar. Fest steht jedoch, sie genießt ihr Leben in vollen Zügen. Und so zeigte sie sich jetzt auf Instagram fröhlich feiernd beim Fasching in Frankfurt. Mit dabei zwei Leidensgenossinnen, die den Bauer sucht Frau Zuschauern nicht unbekannt sein dürften, Janine, die Michael N. bereits beim Scheunenfest ausgesondert hatte, und Theos Helena, die beim Wiedersehen mit einem Ausraster für Wirbel sorgte. Bauer sucht Frau Christine, krasse Verwandlung in Fastnacht-Kostüm. Für Verblüffung sorgt sie jedoch auch mit ihrem Kostüm, das sie bei der Fastnacht in Frankfurt trägt, mit einem ausdrucksstarken Make-up im Gothic-Look, grünen Kontaktlinsen und dem figurbetonten Hexen-Outfit hätten wir die sonst meist eher burschikose und bodenständige Christine fast nicht wiedererkannt. Bauer sucht Frau Michael, ihr seht Hammer aus. Auch die Bauer sucht Frau Kollegin sind angesichts von Christines Makeover von den Socken. So schwärmt Michael Kaufmann. Rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz, ihr seht Hammer aus, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz. Und Jörg und Patricia jubeln. Oh, schön euch drei zu sehen, Smiley mit Herzen als Augen. Aber auch andere Follower sind begeistert von Christines Look. Das sind sehr schöne Bilder von dir. Du siehst wunderschön aus, rotes Herz, 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 Feuer, 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 Smiley mit Herzen als Augen, 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 rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz. Toll, Daumen hoch.